Wir haben natürlich genau wie alle anderen Tierparks immer das Problem der Langeweile. Um dem entgegenzuwirken, bemühen wir uns natürlich gerade jetzt mit diesen Jungtieren, möglichst viel Beschäftigung zu machen. Dafür ist natürlich Futter immer eine tolle Sache. Die kleinen Bären sind jetzt ja 5 Monate alt, haben beachtlich zugelegt, mittlerweile zwischen 20 und 25 Kilo wiegen sie. Und wie man sieht, sind sie auch sehr agil auf der Anlage. Und die müssen natürlich auch ihre Kräfte ausprobieren, die wirklich fast tagtäglich mehr werden. Die Idee mit dem Honig haben wir, weiß jeder, kennt das, Bären mögen Honig, spätestens seit Winnie the Pooh, wissen das alle. Und es ist tatsächlich so, dass Bären sehr gerne Honig fressen. Und wir kriegen ab und zu ein paar Gläser geschenkt von Abonnenten. Die wissen, dass die Bären das gerne mögen. Und dann verteilen wir das im Gehege. Gerne auch mal so, dass die Bären sich recken und strecken müssen oder mit ihren Krallen in einen hohlen Baumstamm reinpassen müssen, um an den Honig zu bekommen, um sich zu beschäftigen. Und das tun sie dann auch gerne, weil Honig eine ganz besondere Leckerei ist. Viel Zucker ist natürlich, schmeckt süß, aber es hat auch den ganz banalen Hintergrund, dass Honig sehr viel Energie liefert. Und in einem Lebensraum, wo wenig Futter vorhanden ist, ist eine Honigwabe wie ein Sechser im Lotto. Bis zu einem Gewicht von 50, 60 Kilo können Bären hervorragend klettern, junge Braunbären. Danach stimmt einfach das Verhältnis nicht mehr. Also die Länge der Arme und das Gewicht, die Körpermasse, die kriegen das dann einfach nicht mehr gewuppt. Können sich dann nicht mehr halten an so einem geraden Stamm. Aber der Honig läuft ja auch runter. Und alle kriegen was ab. Und Mascha hat ja auch versucht, sich bemüht, möglichst weit oben anzukommen, um wirklich alles zu bekommen. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, dass die Bären beschäftigt zu halten, nicht sie satt zu machen. Am besten kann man die beiden auseinanderhalten daran, dass Vanya auf der linken Schulter einen blonden Fleck hat und Michu einen richtig grauen Rücken. Abends fallen sie dann aber auch sowas von müde ins Bett. Also es sind wirklich wie so kleine Jungs. Die Kräfte müssen ausgetestet werden. Das schult natürlich auch die Fähigkeiten, das auf den Hinterbeinen stehen und laufen, sich später zu verteidigen. Es sind ja beides Jungs. Im Freiland müssten sie irgendwann mit anderen Männern um Weibchen oder um Reviere kämpfen. Und das muss man natürlich lernen.